Hört, da kommt gerade ein Fax rein. Oh, das ist ja der Wahnsinn. Habt ihr das mitbekommen? Am letzten Dienstag ist in Manila der 8 Milliardste Mensch auf die Welt gekommen. 8 Milliarden Menschen. Aber ja, hätte ja mal müssen so weit kommen. Ja, nach der Kelly-Family, dem Federer seiner Kind und den zahlreichen unehelichen Kind von Bersi. Hm? Das 8 Milliardste Kind heisst Vinice. Vinice heisst es. Ganz nach dem Cäsar, seinem berühmten Ausspruch. Veni, vidi, Vinice. Hm. Wer jetzt denkt, Vinice, das ist aber ein komischer Name, soll man selber versuchen, namenstechnisch kreativ zu sein, bei bereits 8 Milliarden besetzten Babynamen. Wir hatten letztens Nugget Elif. Wie ein Chicken Nugget. Ja, genau. Ja, tönt wie eine Drive-In-Bestellung in der Geburtenabteilung. Du, einmal eine kleine Portion Nugget Elif und dazu vielleicht ein Coca-Cola, wenn es geht. Was aber viel mehr beschäftigt als Babys, die nach Happy Meals benannt werden, ist doch, dürfen wir sich über das Baby freuen? Stichwort Überbevölkerung. Problem Überbevölkerung. Sind wir zu viele? Wir werden viel zu viele. Je mehr Menschen, desto größeren Schaden werden sie anrichten. Ja, wir werden offensichtlich immer mehr. So sind wir 1970 noch 4 Milliarden Menschen gewesen. 2010 bereits 7 Milliarden Menschen und 12 Jahre später ganze 8 Milliarden. Gut, mich verwundert es nicht. Vor 12 Jahren hat es einen Nobelpreis für künstliche Befruchtung gegeben. Vor 12 Jahren war das UNO-Jahr der Annäherung. Hm? Vor 12 Jahren ist das Lied hier erschienen. Ja, der ultimative Popsong, wenn ihr wisst, was ich meine. Gut, wisst ihr das, danke. Ja. Gleichzeitig hat man dann diese Woche aber auch noch das können lesen. Sinken die Geburtenzahlen in der Schweiz? 2022 war bisher kein guter Jahrgang bei den Babys. Kein guter Jahrgang? Also bitte schön, woher wollt ihr das wissen? Ja, hat, glaube ich, ein bisschen Zäpfli. So. Seit Anfangsjahr sind bis in August rund 51'000 Kinder in der Schweiz geboren worden. So wenig Geburten hat es das letzte Mal 2007 gegeben. Da muss man sich doch schon auch fragen, was ist denn 2006 passiert, dass es so wenig Schwangerschaften gegeben hat. Meine persönliche Vermutung. Im Oktober 2006 hat es im Bravo-Heftli eine ganz spezielle Beilage gegeben. Ein mega extra Eis Kondom ist beigelegen. Profi-Tipp, alle Bravo-Abonnementen vielleicht besser jetzt nicht mehr benutzen. Ja, aber gescheiter dann. Der Geburtenrückgang ist vor allem für die Ostschweiz brutal. Die drohen die ganze Gemeinde anscheinend auszusterben, weil mehr Leute sterben, als geboren werden. Neben Luchs und Biber stirbt jetzt also eventuell auch noch die Ostschweiz. Droht ein regelrechtes Olmageddon eventuell? Ja? Dabei sind doch gerade Ostschweizer bekannt für ihr ausgeklügeltes Balzverhalten. Ja, richtig. Ja, so, ja, ist gut. Ja. Ha. Ja, klar. Um die Ostschweizer vermehrt wieder zum Kopulieren zu bringen, braucht es weder Urologen noch Sextherapeutinnen, sondern einfach mehr Logopäden. Ist ja klar. Aber nicht nur dort, überall in der Schweiz fehlt es an Nachwuchs. Ausnahmen gibt es laut der Statistik nur in den Kantonen Ob und Nidwalden. Ob das an der guten Luft liegt oder am Wasser, weiss man nicht. Danke, Herr Präsident. Positiv an der eidgenössischen Babyflaute, man wird nicht mehr so häufig mit diesen lässig hässlichen Geburtskärtchen eingedeckt. So schön, schau mal. Nugget Elif, 3,5 Kilo schwer, 53 cm gross. Geburtskärtchen, wer interessiert sich für diese Angaben? Wenn schon, doch bitte die spannenden Daten mitteilen. Wie viel Kilo wiegt der Windelinhalt? Ja? Wie viel Dezibel bringt es an, das Baby? Wie lange geht es, bis der Vater nur schnell ein Päckchen Zigaretten rausgeholt und nicht mehr auftaucht? Und vor allem, wo ist das Kind denn geboren worden? Weil es gibt verschiedene Möglichkeiten und auch Ansprüche. Ich würde wirklich gerne mehr Kraussen gebären. Wenn ich schon nicht unter einem Baum gebären kann, dann doch wenigstens zwischen den vielen vom Stefan eingepflanzten Sämli und Kernli. What? Es ist so vieles falsch in diesen zwei Sachen. Egal, ist ja wurscht. Aber hey, schau, der Schweiz fährt ja sowieso gerade an Hebammen, überall.
Dabei wären die Rekrutierungsmethoden vom Hebammenverband sehr innovativ. Die haben nämlich jetzt gerade ein motivierendes Lied eingesungen. Egal ob mit Auto, Skilift oder Fähre, kein Ort unerreichbar, es geht ums Gebären. Der Job nennt 9 bis 5 Uhr rund um die Uhr, da lernt's nicht mit sich reden, ja, das ist der Baby, ist ihre Natur. Ui, Sturzgeburt gefahren bei dem Lied, würde ich jetzt mal sagen. Ist das eventuell der Antwortsong auf das Lied hier? Wurzeln im Thurgau, die Heimat der Thurgau, genießen unser Leben, bis wir sterben im Thurgau. Kommen aber doch bei all dem Spass, den wir jetzt miteinander haben, bei dem Thema. Akuter Kindermangel führt zu Problemen. Bei uns im Land. Vielleicht nicht heute oder morgen, aber sicher in Zukunft. Wer sichert die Altersvorsorge? Wer füllt all den Personalmangel aus? Wer erklärt uns denn all die neuen Funktionen auf unseren Smartphones? Ja? Das führt dann uns zur Frage, was sind denn Gründe für den Geburtenrückgang? Wollen denn die Schweizerinnen kein Kind mehr? Ich wollte schon immer Kind wollen und... Also. Aber warum? Weil es einfach klar ist, dass man ein Kind braucht, weil man sich fortpflanzen will. Doch sieht man wieder mal, ja. Schweizer sind sehr sinnlich. Ja, sehr sinnlich. Mm. Bei uns reicht das Dirty Talk schon Ausdrücke wie freies Viererabteil. Mm. Aperorisch. Oh. Oder Steuerrückzahlung. Und schon fallen wir geil übereinander her. Mm. Wenn es aber nicht am Trieb liegt, liegt es vielleicht an etwas anderem. Könnte es sein, liegt es womöglich an den Männern? Ich mag sie lieber, wenn sie nicht schwanger ist. Ehrlich? Wieso? Also, du bist schön und es ist schön, dass du schwanger bist, aber... Ja, aber es ist vorbei, Stefan. Stefan ist vorbei, ja. Nein, nicht unbedingt, weil Männer einfach unsensible Trottel sein können, sondern weil wirklich die Spermienanzahl und Qualität bei uns unsensiblen Trotteln laufend abnimmt. So viel zum schlechten Jahrgang. Die Weltwoche hingegen hat letztens für all das den wahren Grund gefunden. Ist die Corona-Impfung dafür verantwortlich? Andere Gründe sind nicht zu sehen. Logisch, die Impfung, oder? Endlich mal eine angenehme Möglichkeit zur Verhütung. Ja? Komm, hab einen Schatz, jetzt gibt es noch Covid-Spritze vorne rein. Hä? Nein, warte, ich habe da noch ein Kondom in der Bravo rumliegen, irgendwo. Mal davon abgesehen, dass laut Swiss Medic, wenn schon Covid selber mitverantwortlich macht für die erhöhte Unfruchtbarkeit, andere Gründe sind nicht zu sehen, schreibt Weltwoche, wenn wir ein bisschen nachhelfen. Die Schweiz an sich motiviert jetzt schon mal nicht so, zum Kind in die Welt zu setzen. Latente Kinderfindlichkeit, lächerliche Elternzeit, teure Krippenplätze und die Schweizer Gaufen. Ah, mein Orang-Utan, ja. Laut der UNICEF-Studie, die zu uns kam, belegt die Schweiz den letzten Platz in Europa in Sachen Familienfreundlichkeit. Der letzte Platz. Kein Wunder bei einem Nationalheld, der auf sein Kind schießt. Ja? Kein Wunder, ja, kein Wunder. Der grösste SRF-Serienerfolg heisst ja auch fast eine Familie. Ja? Richtig. Klar ist, wenn die Schweiz nicht aussterben will, dann muss jetzt etwas gehen. Ja? Die Mitte-Nationalrätin Elisabeth Schneider hat kürzlich eine Idee geklaut, ja, und wollte für die Schweiz adaptieren. Dänemark hat zügig unentschlossene Paar in einer grossen Kampagne ja Ferien gezahlt, damit es dort so richtig zur Sache geht. Faktisch hat danskerne 46% mehr Sex på Ferien, sammenlignet med hverdagen. Så for at hjælpe den faldende danske fødselsrate, vil Spis opfordre alle danskere til at tage på en romantisk storbyferie. Do it for Denmark. Das war ein grosser Erfolg, die Kampagne. Über 1200 Babys zusätzlich sind dort im Folgejahr geboren worden. Do it for Denmark. Wäre so etwas auch in der Schweiz denkbar? Wenn ja, wie würde die Kampagne hier heissen? Vögel fürs Volk? Pop Schweiz eventuell? Oder könnte man sich noch sponsoren? Ricola? Warum nicht einfach ficken euch alle? Ja! Aber was meint Nationalrätin Schneider zu dem Slogan? Sex mit Rösti, das ist das Größte. Also so deutlich kann man jetzt das nicht sagen.
Ja, so deutlich kann man das jetzt nicht sagen. Ja, da scheitert dann auch die beste Kampagne doch wieder an den Brüden Schweizer und Schweizerinnen. Was hingegen die schlimme Überbevölkerung angeht, kommt man zu einem überraschenden Schluss. Die Überbevölkerung ist nicht das ganze Problem. Weltbevölkerung wächst. 8 Milliarden Chancen. Das Problem heißt nicht Überbevölkerung, sondern Überkonsum. Richtig, es ist für alle genug da, wenn wir in den hochindustrialisierten Ländern nur eines dafür würden sorgen, dass es auch fair verteilt wird. Weil so viel ist klar. Die Welt retten werden weder die Nationalrätin Schneider-Schneider oder die Patti Basler. Und schon gar nicht ich und höre ganz sicher nicht den Stefan. Ja? Aber eben vielleicht doch die Vinice oder sogar die Nugget Elif. 8 Milliarden Menschen. Rücken wir ein bisschen zusammen. Und als Motivation für uns brüde Schweizerinnen, das spart sogar Heizkosten. Und wenn uns Heizkosten sparen nicht geil macht, dann weiss ich auch nicht weiter.